Hallo Leute, ja, wir sind hier in Voxelteigen zurück und wir hatten letztes Mal gesagt, wir müssen mal gucken, wo es dann nächstes Mal weitergeht. Und das nächste Mal weitergehen ist hier. Das ist noch 146 Tage, das heißt, hier fehlen Holzbalken. Ich denke, in dieser Folge kümmern wir uns um die Holzbalken, dass die hier hingeliefert werden. Ne? Ein Anschluss ist ja hier schon, müsste eigentlich schnell klappen. Ne? Machen wir mal nach dem Logo. Stellt sich gerade die Frage, warum der Zug hier steht. Also, der hat hier was gebracht und fährt jetzt weg. Okay, der hat wohl keine freie Fahrt. Gut, okay, das würde bedeuten, wir können dann jetzt mal schauen, wo wir hier die Holzbarren am Betonträger wegkriegen. Betonträger sind ganze Holzbalken. Betonträger ist natürlich was anderes. Da müssen wir mal schnell gucken. Können wir die überhaupt schon herstellen? Was macht denn die Holzbearbeitung? Betonherstellung. Betonherstellung, Logistik. So, das ist Labor und was da verbunden ist. Neue Forschung starten. Betonträger. Verstärkter Betonträger, okay. Haben wir das schon gemacht? Nein. Forschung in Arbeit. Ach so, wahrscheinlich in der anderen Forschungsstation kann das sein. Weil wir haben ja zwei, ne? Nochmal zu. Nein, das ist. Nee, Betonträger ist ja hier. Ach so, das ist in Arbeit. Ach so. Was macht er hier? Holzbearbeitung. Holzbearbeitung 2. Machen die da schon? Okay, das ist dann auch schon soweit. Wird erst noch gemacht, dauert noch. Warte mal, nochmal hier hin. Nee, wo kann ich denn sehen, wie weit die sind? Das Geld ist da. Statistiken? Ne. Komisch. Naja, egal. Gut, die Betonträger können wir dann noch nicht machen, weil uns die Forschung dann fehlt. Okay, das ist natürlich schlecht. So, das war hier. Gibt bestimmt noch ein paar andere Ziele, die jetzt hier so blinken oder sowas machen, ne? Rot wäre natürlich auch so ein Punkt, so wie dieser hier, ne? Holz. Rahmen. Produzieren wir schon Holzrahmen? Holzbearbeitung haben wir schon. Die haben wir noch nicht. Das heißt, daraus aus Ra Holzrahmen und Schrauben macht man. Okay. Die würden ja dann hier gefertigt werden irgendwo, ne? Okay, das sieht ja auch so aus, als ob die Bretter hier sowieso nicht abgeholt werden, ne? Was können wir denn hier für Industrien dann bauen? Verarbeitung. Schreinerei. Ich kann nur nicht sehen, was die Schreinerei macht, aber sieht so aus, als ob das hier Sinn macht, die hier zu haben, ne? B ist Eingang, A ist Ausgang. Okay, die Stelle ist vielleicht nicht die ideale dafür. Wenn A Eingang, Ausgang, würde ich jetzt so machen wollen, ne? Dann können wir da noch ein Lagerhaus hinbasteln vielleicht. Machen wir dahin. Ah, und die können die tatsächlich bauen, ne? Dafür müssten wir jetzt aber das passende reinliefern. Ach so, warte mal. Ja, Bretter reinliefern wäre nicht das Problem, ne? Aber wer macht die Schrauben? Das wird unser Problem sein. Möbel machen die auch. Aber wer macht das? Die können nur das. Wer fertigt denn bitte schön die Schrauben? Ach so, warte mal, das ist hier wieder der falsche Weg, ne? Ach, hier kann ich die Forschung nochmal aufmachen, ne? Ach so, dann kann ich eine bauen. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Verarbeitung, Lagerhäuser, Ressourcengewinnung. Dann hat man doch irgendwie bei der Verarbeitung noch ein Problem, oder? Oder warte mal, das ist.
Eingang konfigurieren. Ich muss mal gerade gucken, was sind das für Schrauben? Oder wird das gar nicht da gemacht, sondern aus Stahl? Dann müssen wir die hier anliefern natürlich. Kohle wäre da gewesen. Eisen ist hier. Was produzieren die denn? Können die noch was anderes produzieren? Aha, die können das produzieren. Ah, warte, hier sind sie doch schon. Wir produzieren die bereits. Die liegen hier auf dem Förderband, müssen nur abgeholt werden. Irgendein Lagerhaus damit gefüllt. Kein Lagerhaus mit. Das irritiert mich gerade hier, weil da ist so ein Anschluss, aber der wird gar nicht da, kommt da gar nicht zu. Das ist ja komisch. Warte mal, dann lass uns mal ein Lagerhaus noch bauen. Kriege ich das hier an? Wo kriege ich das hier hin? Na, gute Frage. Da wird es sogar hingehen. Und die kommen da jetzt nicht rein, ne? Jetzt muss ich das Förderband noch haben. Jetzt brauche ich so ein Eingangsding. Muss das drehen und das passt dann so. Okay, und dann kann ich das wahrscheinlich wegnehmen, weil das ja keinen Sinn macht. Oh, das war natürlich jetzt nicht so cool. Jetzt nochmal das Förderband. Aber das wird jetzt wieder schwer, ne? Ah, das läuft schon. Okay, dann brauchen wir da nichts machen, dann passt das ja. Gut, das bedeutet, wir fördern jetzt hier das rein und der Bahnhof. Details, Statistiken. Elfe, zwölfe, da sind welche und da sind auch welche. Gut, das heißt, ein Zug kann das auch nehmen. So, das heißt, die müssen von dort nach da gebracht werden. Schwierig. Das heißt, wir brauchen hier auch wieder ein Lagerhaus. Und zwar dieses Lagerhaus, das ist mit dem angeschlossen und da kommen dann die Zahnräder rein. Und dann brauchen wir einen LKW dafür, der Zahnräder transportieren kann. Und das ist der. Kaufen wir und der Halt hinzufügen. Der Halt ist hier laden, hinzufügen, entladen. Passt. Kopieren. Passt. Speichern als. Okay. Starten. Ich glaube, das ist die gleiche Route und er kann da auch lang fahren. Passt. So, die beiden fahren jetzt und holen Zahnräder für da. Wir sind da jetzt schon drin. Ne, da, also hier kann man sie auch sehen. 29, ne? Aber da steht schon 49. Da stand jetzt 29. Ne, da sind sie. Auf jeden Fall passt das. Machen wir einen Tacken schneller gerade. Ja, und der bringt jetzt 5 Stück darüber, ne? Ist jetzt nicht so der Bringer eigentlich, aber naja, muss so sein. So, und dann haben wir hier Ausgangsverbinder. Was ist das jetzt für ein Symbol?
Ich habe die falsche Richtung gehabt, ist klar. So, und hier müssen noch Bretter dran. Die können wir jetzt einfach hier so dran machen, glaube. So, jetzt laufen die Bretter da rein. Jetzt brauchen wir noch ein Lagerhaus. Dann machen wir wieder das kleine. Das. Und da kommen die Teile rein. Und jetzt müssen wir wieder Förderbandgeschichten machen. Eingang. Ja, kann auch da sein, ne? So, und jetzt kommen da die fertigen Teile rein. Also da laufen schon mal ein paar, ne? Jetzt ist die Frage, wie das mit den LKWs ist, ob das reicht, denn dass die hier so rüberfahren. Weil ich glaube, da kann schon wieder einer mehr hin, ne? So, das haben wir erledigt. Schreinerei arbeitet, das kann zu. Ich glaube, das kann auch zu. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die Rahmen hinbringen, ne? Jetzt produzieren wir die wieder und da sind sie. Logistik ist Birges. Der hat ganz viele Abnehmer hier schon, Birges. Und jetzt muss nur der Rahmen da noch hin. Also LKW muss hier schon sein. Jetzt nur die Frage, wie wir die am besten hinkriegen. Ne? Hier ist ein Bahnhof. Gut, das heißt, holen wir uns erstmal wieder ein Auto. Kaufen. Ich glaube, das sind die Rahmen, ne? Ja. Das Auto kaufen wir und dann Halt hinzufügen. Der Halt ist hier. Laden und hinzufügen hier entladen. Route 78, ja, lass jetzt Route 78 sein, ist egal. Route 78 fährt. So, jetzt müssen wir nach Wegesabzweigung von hier hinten. Maystadt Südost. Wer fährt denn hier hin? Gibt es hier einen Zug überhaupt? Ja. Da gibt es keinen Zug, der dahin fährt, auf jeden Fall. Den müssen wir jetzt haben. Kaufen. Lokomotive. Und dieser hier ist der Rahmen, ne? Was musste ich drücken, damit ich das mehrfach machen kann? Ah, ich glaube, zwei, vier Stück reichen uns erstmal, ne, oder? Ah, vielleicht machen wir noch einen fünften mehr. Kaufen. Ziel hinzufügen. Das war hier. Laden. Ziel hinzufügen. Entladen. Speichern. Holzrahmen zu Wegesabzweig. Starten. Gucken wir mal, wie der da lang fährt. Das kann zu, Möbelhaus kann auch zu. Und dann ist noch die Frage, wie viel da reingehen, ne? Irgendwo ging Eisenerz bankrott, das ist natürlich doof, ne? Und der hat hier sogar Eisenerz geliefert, ne? Na, schade. So, er lädt hier schon mal.
das ist wieder diese tolle Geschichte, ne? Mit dass er dann dahin geht, wo wir waren, ne? Oh. So, er hat schon 8er geladen, das heißt, er kann jetzt drehen. Dann fährt er dahin. Sieht auch gut aus, oder? Das machen wir zu. Das machen wir auch mal zu. Den kannst du auch zumachen. Fahr mal schneller. Schon wieder gegen Unternehmen bankrott, das ist schlecht. Kommt er da hin? Ja. Stopp, stopp, stopp. Ach, er konnte hier nicht entladen, weil hier kein Lagerhaus ist. Na, wieder gut geklappt. Pack's da rein. Und die Rahmen müssen da rein. So, jetzt müssen wir den Zug nochmal erwischen. Da kommt er schon, oder? Ja, jetzt klappt das auch. Und er nimmt welche. Das heißt, die kriegen jetzt hier die erste Lieferung. Ja, sehr schön. Sehr gut. Und Lager wird auch bestückt. Ist die Frage, wie oft der Zug kommt und wie oft hier was reingeht, ne? Der steht hier schon mal. Ja. Kommt schon mal nicht raus. Sie fragen, wann der frei kriegt, ne? Freie Fahrt kriegt. Auf wen wartet er denn? Ja. Hier hinten geht's nicht voran. Hier hat's wieder nicht geklappt, ne? Oh Mann. Gleise und Signale. So, jetzt kann der dadurch einen vorrücken und dann klappt es vielleicht wieder, oder was? Das ist auf jeden Fall leer. Okay, gespannt, wann der nächste zukommt. Noch ist er nicht unterwegs. Ne, der war es auch noch nicht. Oh, den habe ich jetzt gerade da wohl verpasst. Der ist es nicht. Er hat gerade abgeliefert. Hier sind jetzt 30 drin. Mal gucken, wie es geht. 25. Der Zug gehört hier nicht hin. 20. Der Zug ist es noch nicht, der da kommt. Ah, geht immer langsam, ne? Zähne noch. Da oben kommt der nächste Zug. Okay, 5 sind jetzt im Lager. 45 sind jetzt da. 40. Aber im Endeffekt ist das ja jetzt alles passend, weil der Zug muss ja so lange bleiben hier stehen, bis er entlädt und es hält hier nur ein Zug an, also blockiert er nichts anderes, dann ist alles gut, ne? Unternehmen ging bankrott, überall gehen die Unternehmen jetzt gerade bankrott, das ist nicht gut.
Ja, das ist schon wieder schwierig, ne? Ja, wir machen ein bisschen Geld, das ist schon mal gut, aber wer weiß, wie viele Linien hier sind, die hier durch die Gegend fahren und nichts, aber auch gar nichts durch die Gegend bringen, ne? Ja, bringt ja jetzt hier wenigstens schon mal was ran. Und dann lädt er auch. Warte mal, das ist doch wieder so ein Ding hier. Der kann nicht entladen, weil hier kein Dingens ist. Kein Warenlager. Lagerhäuser. Ah, da können wir auch ein großes machen jetzt. So, zack. Zack. Können wir den nochmal drehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Findet er keinen Weg mehr. Dann lassen einmal noch fahren, alles ist gut. Okay, ich würde aber sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.